Zuschauer, liebe Episoden, herzlich willkommen zu einem wirklich spannenden Video. Und bevor ich anfange, möchte ich an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an euch, an über 30.000, aktuell 30.082 Abonnenten meines Kanals, meinen Dank ausrichten. Herzlichen Dank, wow, wie geil, über 30.000 Abonnenten. Stellt euch als Dankeschön auf einen Livestream ein, den ich, weiß ich nicht, die Woche nicht mehr, in den nächsten, sag ich mal, 2-3 Wochen bekannt geben werde. Und dann freue ich mich mit euch im Livestream hier, wie früher in meinen alten Livestreams, einen lustigen Abend zu verbringen. Also nochmal ein riesen Dankeschön an euch. Was habe ich heute für euch dabei? Und zwar John Keel. Ihr habt es ja im Thumbnail gesehen und in der Beschreibung von dem Video. John Keel, ich habe hier eine Webseite, die gepflegt wird von, hier steht, diese Seite ist eine Hommage an den einzigartigen Autor und Charakter John Keel. Sie wird von Doug Skinner in Erinnerung an etwa eine 19-jährige Freundschaft gepflegt. Bitte bedenken Sie, dass ich keine Autorität auf irgendeinem Gebiet bin, auch nicht auf dem Gebiet von Keel. Jedenfalls kümmert er sich um gewisse Sachen, die in der Freundschaft an ihn dann auch übergegangen sind. Für alle, die vielleicht für alle, genau, die merkwürdige Geräusche im Hintergrund hören. Ich bin gerade mit meiner Haunibu unterwegs, deswegen dieser strange Sound, also nicht verwirren lassen. Genau, bevor ich loslege, wer ist denn dieser John Keel, fragen sich vielleicht einige. Johannes Keel, geboren Alva John Keele, am 25. März 1930, gestorben 2009. Das war ein amerikanischer Journalist und einflussreicher Ufologe, der vor allem als Autor von The Mothman Prophecies bekannt wurde. Ich glaube, jetzt klingelt es bei einigen. Und dieser Keel ist, sag ich mal, eine angesehene Persönlichkeit in den UFO-Kreisen. Ihr könnt es euch gerne selber noch einlesen, aber ich denke, die meisten von euch sagt es was. Jedenfalls habe ich hier auf dieser John Keel-Seite etwas gefunden, was John Keel im Jahre 1967 geschrieben hat und seinen Freund hier veröffentlicht hat. Hier steht vertrauliche Hintergrundinformationen. Ich weiß nicht so recht, was ich von diesem Dokument halten soll. Ich finde es faszinierend, aber auch ziemlich beunruhigend. Ich gehe davon aus, dass es das ist, was es sagt. Eine Zusammenfassung von Johns privaten Ansichten über das UFO-Phänomen. Stand Oktober 1967. Ich sage in Anführungszeichen privat, weil er festlegt, dass das Material weder veröffentlicht noch diskutiert werden darf. Das deutet darauf hin, dass er diese Seiten an andere Forscher geschickt hat oder schicken wollte. In dem Ordner befinden sich mehrere Kopien. Er hat sie auch in einem anderen, längeren Dokument mit dem Titel »Die Antwort« ausführlicher behandelt. Demnach glaubte John, dass die UFO-Insassen real und feindselig sind und er beschreibt ihre Pläne in verstörenden Einzelheiten. Wie er am Ende sagt, zur Betonung großgeschrieben, das ist nicht spekulativ. Ein wichtiger Teil von Johns Persönlichkeit war seine Liebe zur Magie. Er pflegte zu sagen, Magie ist mein Ding. Damit ging auch eine Liebe zur Geheimhaltung einher. Er hatte geheime Affären, geheime Projekte und eine Vielzahl von Pseudonymen. Dies ist der Teil seiner Forschung, den er geheim hielt. Viele dieser Schlussfolgerungen verwarf er dann später, aber sie geben Einblicke in das, was hinter seinem öffentlichen Material aus dieser Zeit steckt, also wie gesagt das Jahr 1967. Hier steht noch, Sie wurden gewarnt, lesen Sie weiter. Das Ganze sind hier zwei Scans von diesem Dokument, wo wir sehen, dass er hier 18 Punkte zusammengeschrieben hat im Oktober 1967 und der liebe Peso hat sich die Arbeit gemacht, euch das Ganze ins Deutsche zu übersetzen, weil ich weiß, dass einige von euch mit dem Englisch auf dem Kriegsfuß stehen. Ich blende euch jeweils die Seite ein, von der ich die Punkte erzähle, also erstmal die Punkte 1 bis 8 und dann die restlichen Punkte. Also lehnt euch zurück, holt euch was zum Knabbern und zum Trinken und dann würde ich sagen, legen wir doch mal los. So, und dann steht hier, vertrauliche Hintergrundinformationen nicht in Vorträgen im Radio oder Fernsehen veröffentlichen oder diskutieren. Wie gesagt, ihr habt mein Bestes getan, das so zu übersetzen. Wenn jemand meint, er kann es besser, dann freue ich mich für ihn. Ich hoffe aber, ihr seid mit meiner Übersetzung sehr zufrieden. Punkt 1. UFOs operieren von terrestrischen Stützpunkten aus. Zurzeit gibt es in den USA einen oder mehrere Stützpunkte pro County. Weitere werden in rasantem Tempo errichtet. 2. Die meisten
UFO-Insassen sind kontrollierte Wesen, sorry. Die Mehrheit unterscheidet sich nur geringfügig im Aussehen von uns, aber es gibt deutliche biologische Unterschiede. Es gibt keine Möglichkeit, die Identität oder den Standort der Kontrolleure, so wäre jetzt die Übersetzung, ich würde es mal sagen, der Steuernden zu bestimmen. Obwohl sie unsere Technologie und Wissenschaft nutzen, scheint ihre eigene Wissenschaft nach unserem Verständnis der Begriffe eher psychischer und physischer Natur zu sein. Ausbrüche sogenannter psychischer Phänomene liefern wichtige Hinweise und die beteiligten Personen sollten eingehend befragt werden. In Klammern, ihre gesamte Lebensgeschichte und ihre Ahnengeschichte müssen in Erfahrung gebracht werden. Viertens. Sie sind hauptsächlich mit Folgendem beschäftigt. A. Biologischen Experimenten, die darauf abzielen, die physischen, emotionalen Eigenschaften unserer zukünftigen Generation schrittweise zu verändern. B. Ihre Operationsbasen zu erweitern. C. Sie vereiteln oder unterdrücken die Aktivität ihrer in Anführungszeichen Feinde. Andere UFO-Gruppen wetteifern um die gleichen Ziele. Fünftens. Mehrere verschiedene Gruppen befinden sich in offenem Konflikt, aber alle verfolgen dieselben Ziele und verwenden dieselben Techniken. Einige dieser Gruppen sind uns gegenüber weniger feindselig eingestellt als andere. Es gibt keine wirkliche Möglichkeit, Freunde von Feinden zu unterscheiden, daher ist bei allen Ansätzen große Vorsicht geboten. Sechstens. Es werden Vorbereitungen getroffen, um biologisch inakzeptable Typen unter den Erdbewohnern zu eliminieren. Alle Gruppen verfolgen einen sehr langfristigen Plan. Es sind bereits große Veränderungen bei den Geburtenraten der Welt zu beobachten. Scheinbar natürliche Katastrophen werden in zunehmendem Ausmaß auftreten, um die Bevölkerung weiter zu dezimieren. Wie gesagt, das wurde 1967 geschrieben. Siebtens. Fortgeschrittene, unerklärliche Methoden der Gedankenkontrolle werden von allen Gruppen immer unverschämter eingesetzt. Es werden bereits komplizierte Maßnahmen zur Kontrolle der Presse und der Weltregierung eingeführt. Religionen, insbesondere Katholizismus und Judentum, spielen in dieser Situation eine entscheidende Rolle. Viele dieser Wesen sind darauf programmiert, sich als Vertreter Gottes auszugeben. Religion war schon immer ein Werkzeug, ein Kommunikationsmittel zwischen dem Steuerer und dem Menschen. Der Mensch hat viele der Informationen, die er durch dieses Werkzeug erhielt, falsch interpretiert. Achtens. Die UFO-Insassen konnten offen auf der untersten Ebene agieren, weil niemand den Berichten der Zeugen und Opfer Glauben schenkt. Es gab keine Kommunikation zwischen den Strafverfolgungsbehörden, um die Muster in scheinbar haarsträubenden Beschwerden zu erkennen oder den Umfang und die Gültigkeit dieser Beschwerden zu beurteilen. Die frühen Kontaktsituationen wurden geschickt herbeigeführt, um die ganze Situation absurd erscheinen zu lassen, damit zukünftige Kontaktpersonen automatisch diskreditiert werden und eine erhöhte Aktivität unbemerkt bleibt. So, und dann kommen wir mal zum zweiten Blatt von drei Blättern. Punkt 9, einige der beteiligten Gruppen sind überhaupt keine zellulären Lebensformen, sondern Massen intelligenter Energie, unerklärlich mit unserer heutigen Wissenschaft, die aus der Ferne gesteuert werden und auf neue Energieladung aus einer entfernten zentralen Quelle angewiesen sind. Viele nächtliche Sichtungen leuchtender Objekte sind tatsächlich sichtbare Manifestationen dieser Energie. Zehntens. Einige der beteiligten Gruppen, wie die kleinen Männer, sind früher unabhängige Wesen, die unter Kontrolle gebracht wurden und nun bei der Operation eingesetzt werden. Elftens. Die festen Fahrzeuge, die gelegentlich beobachtet werden, sind nicht an die physikalischen Gesetze gebunden, die wir kennen. Sie wenden keine Antigravitation oder andere für uns verständliche Prinzipien an. Sie sind für unseren Verstand normalerweise unsichtbar, aber nicht für Kameras und andere mechanische Geräte wie zum Beispiel Radar und existieren in größerer Zahl, als man sich vorstellen kann. Wichtigste terrestrische Stützpunkte sind normalerweise mit einem solchen Fahrzeug ausgestattet. 12. Die Stützpunkte liegen normalerweise unterirdisch in dünn besiedelten, abgelegenen Straßengebieten. Wenn sie sichtbar sind, scheinen sie verlassene Bauernhöfe zu sein und diese Basen sind mit aufwendigen Kommunikationsgeräten ausgestattet, die so konstruiert sind, dass sie von Erdbewohnern bedient werden können.
Sie enthalten auch die notwendigen medizinischen Ausrüstungen für die oben erwähnten biologischen Experimente. In diesen Basen ist auch eine moderne Telefonausrüstung installiert, die es den Insassen ermöglicht, alle Telefongespräche in ihrem Gebiet zu überwachen und sogar zu kontrollieren, ohne entdeckt zu werden. Durch ein unergründliches System sind sie auch in der Lage, Post zu sammeln und zu prüfen, die an oder von Personen gesendet wird, an denen sie interessiert sind. 13. Erdbewohner, die versehentlich auf diese Basen stolpern, wenn diese im vollen Betrieb sind, werden normalerweise auf irgendeine Weise einer Gehirnwäsche unterzogen, sodass sie keine bewusste Erinnerung an das behalten, was sie dort gesehen haben. Jene Erdbewohner, die auf diese Art der Gehirnwäsche nicht reagieren, werden für Experimente festgehalten. 14. Die UFO-Insassen töten nicht, aber sie zerstören den Geist ihrer Opfer oder führen durch die Kontrolle des Geistes ihrer Opfer in den Selbstmord. 15. Die Mehrheit aller Kontaktpersonen rennt voller Angst zu den Behörden, die ihnen nie glauben und diese als verrückt abstempeln und nicht einmal Aufzeichnungen über ihre Beschwerde führen. Die meisten anderen begehen dann Selbstmord oder werden verrückt. Eine sehr kleine Minderheit bleibt Monate oder sogar Jahre lang in Kontakt. Oft melden sich diese in Anführungszeichen Kontaktpersonen schließlich freiwillig für einen sogenannten Trip und manche dieser Trips sind von kurzer Dauer, zum Beispiel einem Monat. Vor Antritt eines Trips müssen die Kontaktpersonen oft ein sehr, sag ich mal, hier steht so, legales Formular unterzeichnen, in dem sie ihren Geist und Körper für Versuchszwecke zur Verfügung stellen. 16. Punkt. Zu den UFO-Operationen gehört die Impfung in Anführungszeichen unserer Atmosphäre mit einer nicht nachweisbaren Chemikalie durch die Freisetzung von in Anführungszeichen Engelshaaren Wolken. Die gleiche Chemikalie, die wird seit 1957 weltweit in unsere Wasserversorgung eingebracht. Wir nehmen diese Chemikalie nun schon seit Jahren in unseren Körper auf. Schließlich wird sie eine Reihe unangenehmer Wirkungen hervorrufen, insbesondere geistige Verwirrung und Empfänglichkeit für einen allgemeinen Prozess der Gedankenkontrolle. Anscheinend wird diese Chemikalie in unserem Gehirn, das größtenteils aus Wasser besteht, gespeichert und verwandelt uns, wenn sie richtig ausgelöst wird, in kontrollierte Wesen, die den UFO-Insassen ähnlich sind. Dann kommen wir mal zum dritten Blatt und letzten Blatt. 17. Punkt. Die biologischen Experimente bestehen aus genetischen Veränderungen. Schwangere Frauen werden so behandelt, dass ihre Kinder die gewünschten Eigenschaften besitzen. Dies ist ein langer Prozess, welcher schon seit Generationen vor sich geht. Jede neue Generation wird immer weiter an der entwicklungsmäßigen Skala weitergeführt. Die nächsten zwei Generationen werden Tausende von reinrassigen Außerirdischen generieren, geboren von Müttern, deren Eltern von Außerirdischen durch künstliche Wege behandelt und gezeugt wurden. Diese Reinrassigen werden einen Kern bilden für eine Gemeinschaft von Außerirdischen, welche sukzessiv die Erde übernehmen und auch die bestehenden Rassen hier auf der Erde ersetzen werden. Einige dieser Reinrassigen sind programmiert, damit sie direkt kontrolliert werden können und diese werden als Anführer dann dienen. Tausende dieser Reinrassigen haben bereits das Erwachsenenalter erreicht und dienen bereits den UFO-Mächten. Tausend andere, in Anführungszeichen Schläfer, wissen gar nicht, dass sie ein Teil davon sind. Zur angemessenen Zeit können diese aktiviert oder besessen werden durch die Steuerer. 18. Punkt. Wir haben keine mögliche Verteidigung gegen die Techniken, die eingesetzt werden. Wenige Menschen würden dies überhaupt glauben, egal wie gut dokumentiert unsere Präsentationen sind. Unser Militär ist hilflos, obwohl sie sich der klaren Lage bewusst sind. Unsere kleine Hoffnung ist, dass es eine weitere außerirdische Rasse gibt, die mit uns sympathisiert und uns verteidigen würde, deswegen unsere massiven Bemühungen, Signale in das All zu entsenden. Wir schreien förmlich nach Hilfe. Sobald die UFO-Mächte realisieren, dass wir über ihre Pläne Bescheid wissen, fühlen sie sich vielleicht genötigt, sofort zuzugreifen. Deswegen ist es wichtig, dieses Wissen auf eine kleine Gruppe zu begrenzen. Das Glauben an die Existenz von UFOs wäre der erste Schritt, um Verständnis und Glauben in die viel komplexere und panikverursachende generelle Situation zu stecken. Es ist deswegen eine Notwendigkeit,
dass die Existenz von UFOs diskreditiert wird, und zwar so lange wie möglich, und dass dieses Wissen von der Öffentlichkeit ferngehalten wird. Die oben stehenden Informationen, die sind nicht spekulativ. Sie basieren auf persönlichen Erfahrungen und tiefgründigen Recherchen. Sie repräsentieren einen Teil der ganzen Wahrheit, in Klammern, es gibt noch viel mehr. Bitte behandelt dies vertraulich. Die Erfahrungen zeigen, dass alle, die im Besitz dieser Informationen sind, Schikanen und Bedrohungen und sogar noch schlimmer ausgesetzt sind. John A. Keel im Oktober 1967. Also, das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das hat der 1967 geschrieben. Ich sage jetzt einfach mal gar nichts zu dem Ganzen. Ich überlasse euch das mal. Lasst es mal auf euch einwirken. Versucht mal, Parallelen zu der aktuellen Zeit zu finden. Und dann bin ich mal auf eure Kommentare gespannt. Was witzig ist, was ich euch noch zum Ende hier zeigen möchte, es gibt von der Major Cities Chief Association, ich habe das schon mal übersetzen lassen, die Major Cities Chief Association ist eine Berufsorganisation von Polizeichefs, die die größten Städte der Vereinigten Staaten und Kanadas repräsentieren. Die Mission des MCCA besteht darin, ein Forum für Polizeiführungskräfte aus großen Ballungszentren bereitzustellen, um die Herausforderungen und Probleme der Polizeiarbeit zu erörtern, Einfluss auf die nationale und internationale Politik zu nehmen, die die Polizeidienste betrifft, die Entwicklung aktueller und zukünftiger Polizeiführungskräfte zu fördern und Forschung zu unterstützen und zu finanzieren, die diese Mission voranbringt. Wir sehen hier Fotos, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Und was sehr interessant ist, wenn wir hier unter Ressourcen reinschauen, dann finden wir hier ein paar interessante Sachen. Machen wir das mal weg. Und zwar habe ich hier, genau, wir haben hier das MC, ich schau mal, ob der das uns schön übersetzen kann. Genau, das MCCA veröffentlicht seine zweite futuristische Initiative als Ressource Band 2, unidentifizierte anomale Phänomene. Ich habe euch das Ganze schon mal hier vorbereitet. Also das wurde tatsächlich im Juni 2024 an Polizeieinheiten in die Vereinigten Staaten ausgegeben, um einfach besser Bescheid zu wissen über das UAP-Phänomen oder in der alten Bezeichnung UFO-Phänomen, um die Polizeikräfte hier aufzuschlauen, was es denn nicht alles gibt. Ich werde euch den Link zu diesem PDF natürlich in die Videobeschreibung reinhauen, dann könnt ihr euch das selber mal durchlesen. Also hier wird wirklich alles gezeigt, also von Ballons, Unterwasser-UFOs, dann, was auch sehr interessant ist, die ganzen vermeintlichen UFO-Programme der Vereinigten Staaten, inklusive wie momentan der Stand ist, also diese ganzen, hier sehen wir den Gruß. Ihr wisst, dass ich den absichtlich anders ausspreche. Jedenfalls, also das wurde an die amerikanischen Polizisten, also nicht alle, aber an gewisse Polizisten ausgegeben. Hier sind dann natürlich auch die ganzen Spezialeinheiten, wie zum Beispiel die ARO und so weiter. Also wirklich sehr interessant. Parallel habe ich hier auch gefunden, dass dieses Jahr eine Ressource rausgekoppelt haben, die sich mit künstlicher Intelligenz befasst, die auch sehr interessant ist zum Lesen. Ich werde euch, denke ich mal, auch den Link hier von dieser Major City Chiefs Seite auch mit reinlegen, dann könnt ihr hier unter Ressourcen mal gucken. Da gibt es noch mehr interessante Sachen wie Gesichtserkennungstechnologie und so weiter und so fort. Jedenfalls, ich finde es wirklich krass, was dieser John Keel hier im Jahre 1967 zu Papier gebracht hat. Und anscheinend, ich teile die Vermutung von dem Herrn, der das Ganze hier administriert, dass er das an Freunde oder befreundete Forscher ausgegeben hat. Es waren halt damals seine Punkte, die ihm klar waren. Er hat ja gesagt, dass es nicht spekulativ ist, sondern durch persönliche Erfahrungen und tiefere Recherchen er sich diese Punkte zusammengereimt hat und diese dann auf Papier gebracht hat, um seine Freunde oder befreundeten Forscherkollegen hier auf einen Stand der Dinge zu bringen. Ich finde das ziemlich krass, muss ich echt sagen.
weil viele Sachen kommen mir sehr bekannt vor aus aktuellerer Zeit, zum Teil sogar aus älterer Zeit. Also ich, wie gesagt, ich möchte jetzt aktuell nicht weiter darauf eingehen. Da bin ich wirklich eher auf eure Meinung auch gespannt, was ihr mir dann in den Kommentaren schreibt. Genau, dies schließt mein Video für heute ab. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über einen Daumen nach oben sowie ein Abo. Für alle, denen das Ganze nicht gefallen hat, ihr aber immer noch am Zuhören seid, ich danke euch für eure Zeit und ich würde sagen, wir hören uns alle bei meinem nächsten Video. Also, macht's es gut, euer Peso. Servus.